Hi, ich bin Clemens Luger, der Designer von Magical Friends. Ich zeige euch das Spiel mit diesem handgemachten Prototypen. In Magical Friends and How to Summon Them bist du einer von fünf mächtigen Magiern, die versuchen, den Midsommar-Wettbewerb zu gewinnen, indem man nach 7 Runden mit den meisten Freunden der Taverne aufkreuzt. Nachdem auch deine Gegner mächtige Magier und Hexen sind, musst du deine Magie einsetzen, um dich durch den Wettbewerb zu schummeln, indem du zusätzliche Freunde beschwörst. Jede Runde wählst du eine der ausliegenden Beschwörungskarten und bringst die zugehörige Kreatur aufs Spielfeld. Um zu bestimmen, wer als Erster an der Reihe ist, bietest du mit Artefaktkarten auf die Zugreihenfolge. Artefakte mit höheren Werten lassen dich früher agieren, während die Artefakte mit niedrigeren Werten zusätzliche Möglichkeiten in deinem Spielzug bieten. Wenn du eine Beschwörungskarte wählst, bestimmst du damit auch, wie viele Kreaturen du in diesem Zug wie weit bewegen darfst. Am wichtigsten ist allerdings, dass es dir erlaubt, einen Kreaturenaufsteller ins Spiel zu bringen. Du kannst sie aus diesem wunderbar komfortablen Inlay holen. Zurück zum Spiel. Jede der 50 einzigartigen Kreaturen hat eine besondere Fähigkeit und interagiert unterschiedlich mit anderen Kreaturen. Du kannst mit ihnen immer wieder kleine Kombos bauen. Aber denk daran, diese Kreaturen sind nicht allzu lang am Spielplan. Schon sehr bald im Spiel wird der Spielplan voller Kreaturen sein und es wird schwierig, sie durch das Chaos in die Taverne zu bringen. Die Pfade zur Taverne sind doppelseitig und können in vielen unterschiedlichen Kombinationen bespielt werden. Teilweise bringen sie eigene Gefahren ins Spiel. Allerdings sind die gegnerischen Kreaturen meist viel gefährlicher. Keine Sorge, wenn eine deiner Freunde vergiftet oder geschlagen wird, du kannst nächste Runde einen neuen beschwören. Außerdem erhältst du Mimimi-Macht, wenn du eine Kreatur verlierst, um eine deiner anderen Freunde zu beschleunigen. Also versuche in Führung zu bleiben oder räume das Feld von hinten auf. Beides ist möglich. Meine Reise mit Magical Friends hat bis zu diesem Zeitpunkt schon viele spannende Spielrunden hervorgebracht. Nun brauche ich eure Unterstützung, um weitere Erweiterungsziele für das Spiel zu ermöglichen, wenn es im nächsten Jahr endlich produziert wird. Bitte erzählt auch euren Brettspiel-Communities von diesem Spiel. Je mehr Freunde ihr dazu bringen könnt, desto mehr Erweiterungsziele können wir ins Spiel bringen. Unterstütze dazu Magical Friends ab sofort in der Spieleschmiede.